eben unseren Gast, und wir möchten uns jetzt treffen, auch mit einem kurzen Gebet an unseren himmlischen Eltern beginnen. Und ich hoffe, dass wir im Gebet, dass wir gemeinsam beten. Ich möchte jetzt noch ein paar Worte lesen von der Autobiografie unseres Gastgeleiters, Pater Mohn. Und das Erste ist über Tradition. Es gibt zwei Dinge, die wir unseren Nachkommen hinterlassen sollten, wenn wir sterben. Das eine ist Tradition und das andere ist Bildung. Ein Volk ohne Tradition hat keinen Bestand. Tradition ist die Seele, die es einem Volk ermöglicht, weiter zu bestehen. Ein Volk ohne Seele kann nicht überleben. Der zweite wichtige Punkt ist Bildung. Ein Volk kann ebenfalls nicht bestehen, wenn es seine Nachkommen nicht bildet. Bildung gibt uns die Kraft, mit neuen Erkenntnissen und Zielsetzungen zu leben. Durch Bildung erleben die Menschen Weisheit für ihr Leben. Jeder, der nicht lesen kann, wird unwissend bleiben. Aber wenn eine Person gebildet ist, wird sie erkennen, wie sie ihre Weisheiten in der Welt benutzen kann, um das eigene Leben zu meistern. Bildung hilft uns, die Prinzipien zu verstehen, nach denen unsere Welt funktioniert. Um eine neue Zukunft zu erschließen, müssen wir einerseits an unsere Nachkommen die Tradition weitergeben, die uns über tausende von Jahren überliefert wurde, und andererseits ihnen auch Bildung und Wissen über neue Dinge vermitteln. Und der zweite kurze Teil ist über Kunst. Einfach nur so über Kunst. Die Kunst ermöglicht es den Menschen, über hohe Ideale nachzudenken, die in Gottes eigener kreativer Arbeit verkörpert sind. Gott ließ sein ganzes Herz in die Menschen und in die Welt, die er schuf, einfließen, genau wie ein Künstler sein ganzes Selbst in sein Werk investiert. In Genesis, das erste Buch der Bibel, mag den Eindruck vermitteln, als wäre alles einfach dadurch entstanden, dass Gott ein Wort sagte. Aber das ist absolut nicht so, wie es wirklich war. Gott investierte all seine Energie in die Erschaffung der, Gewässer und des Landes. Das war das kurze Hund okay. Und zur Einleitung zum Albert kann ich sagen, also ich habe einen direkten Kontakt zu ihm gehabt bei meinem ersten Workshop am Bauernhof. Er war nämlich einer der Prinzipienlehrer dort. Das war 1975 und wir sind aus Graz immer jedes Wochenende mit dem Bus zum Bauernhof gefahren, so 10 neue Gäste jedes Wochenende. Und Albert hat unter anderem, er hat das letzte Kapitel gelehrt. Und er hat dann immer wieder gesagt, er hat den Messias, der müsste schon da sein. Und was glaubt er denn, wo er ist? Und ich habe mir gedacht, keine Ahnung, wie soll ich das wissen? Da hat er gesagt, ja, wer könnte das sein? Und er hat das öfter gefragt und ich habe mir gesagt, ich meine, wenn er das fragt, vielleicht ist er es, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, habe ich gedacht, wenn er schon die Frage aufwirft. Ja. Aber ich habe das, wenn ich war 19 damals, es war mir ernsthaft. Ich habe gedacht, wenn er das ist, ist es für mich okay. Ja. Aber dann hat sich herausgestellt, doch, dass er es nicht direkt ist. Aber er ist eben auch ein Messias. Ja, Treibermessias. Und auch, wir sollten ja alle Messias sein. Ne? Und deshalb habe ich ihn sehr lebendig in Erinnerung und auch immer mit sehr viel Dankbarkeit und Liebe denke ich an ihn. Und ich möchte ihn jetzt sehr herzlich einladen, dass er in 60 Minuten 75 Jahre uns erzählt. Mit einem Applaus. Ja, 75 Jahre in einer Stunde ist ein Ding der Unmöglichkeit. Schlichtweg unmöglich. Und
nachdem ich sowieso ein berüchtigter Zeitüberzieher bin, habe ich mir Stichnoten aufgeschrieben, um mich wirklich daran halten zu können, weil sonst weiß man nicht, wie lange es noch dauern könnte. Ja, also mein Leben hat sicher sehr viele Höhen und Tiefen gehabt und man könnte auch teilweise den Eindruck haben, unglaubliche Höhen, ja. Aber ich kann euch versichern, die Tiefen waren genauso tief, wie die Höhen hoch waren. Und ja, eigentlich sehe ich mich selbst als ein wandelndes Beispiel für die Gnade Gottes. Wenn man einen künstlerischen Beruf braucht oder einen künstlerischen Weg wählt, dann kann man das ohne gottgegebenes Talent, also aufgrund der Gnade, wird man mit Fleiß alleine nicht schaffen. Fleiß ist auch sehr wichtig, die nächstwichtige Komponente. Manche sind auch überzeugt, dass der Fleiß noch wichtiger ist als das Talent. Das beste Talent hilft einem nichts, wenn man es nicht entwickelt. Und das ist eine Knochenmasse. Aber bei mir war es so, rückblickend kann ich sagen, das empfinde ich auch als eine Gnade, dass ich das Üben, das notwendig ist, um mich weiterzuentwickeln, nicht als eine Last, sondern eine Arbeit empfunden habe. Nie, bin auch nie angehalten worden von meinen Eltern oder irgendjemandem, ich soll üben. Sondern das ist immer aus mir selbst entsprungen, weil ich immer den nächsten Tag noch besser spielen können wollte, als ich heute spielen kann. Ja. Das hat mich immer besät. Ich möchte noch besser Horn spielen können. Ja. Gut, ich beginne einmal mit meiner... Aha, es ist die Frage, vielleicht geht es so weiter. Na bitte. Wie komme ich jetzt weiter? Jetzt? Ja, bravo. Ah, haben wir es geschafft. Das ist eigentlich, glaube ich, das einzige Bild, wo meine ganze Familie drauf ist, wo wir also acht Leute auf dem Foto sind. Du mit der Eltern hinten und ja, mit dem senkrechten Heiligenschein auf dem Arm meines Vaters. Das ist das zweitjüngste Kind, das war ich. Genau. Ganz kurz zu meinem Vater. Er ist aus ganz ärmlichen Verhältnissen gekommen. Er ist 1905 geboren und ist während des Ersten Weltkriegs zur Schule gegangen und der Vater war natürlich eingerückt und, also sein Vater, mein Großvater war natürlich eingerückt, er war glaube ich am Isonzo in Italien und meine Großmutter war mit fünf anderen Kindern alleine und wie mein Vater 12 Jahre alt war und noch in die Schule gegangen ist, hat sie eines Tages zu ihm gesagt, Hans, es tut mir furchtbar leid, aber du kannst heute, wenn du in die Schule gehst, nicht mehr nach Hause kommen. Wir haben nichts zu essen, ich weiß nicht, was ich dir geben soll. Du musst dich von heute an selbst durchs Leben schlagen. Nee. Ja. Und musst halt vom Bauernhof zu Bauernhof betteln gehen, um Arbeit und... Das hat er dann gemacht und das hat halt in der Hierarchie am Bauernhof ganz unten begonnen als Stallbub. Und er hat über seine Kindheit eigentlich sehr wenig geredet, weil
weil er nicht sehr viel Positives zu berichten gab. Viel später dann hat er mir einmal gesagt, dass er in dieser Zeit als Stallbub jeden Tag geschlagen worden ist. Weil am Bahnhof war es eben so, dass wenn irgendetwas nicht geklappt hat, dann war es immer die Schuld vom Stallbuben. Und der hat die Pflege bekommen dafür. Jeden Tag an den Haaren gerissen oder Fußtritt. Boxer, was halt gerade, wozu er gerade Gelegenheit war. Ja. Okay, das war sehr schwierig. Aber er hat damals sich geschworen, hat er mir gesagt, damals als Kind hat er sich geschworen, wenn er mal groß ist und ein Knecht ist, auch erwachsener Knecht ist, wird er nie seine Kraft dazu missbrauchen, um Kinder zu schlagen und die unter ihm Stehenden zu quälen. Und dann das hat er sich gehalten und das hat er mir auch mitgegeben, weil er mir das einmal gesagt hat. Ja. Genau. Er hat also so 15, 16 Jahre alt wahrscheinlich war, eine Zimmermannslehre begonnen, aber die Zeit war wirtschaftlich war so schwierig, dass auch sein Lehrherr keine Arbeit gehabt hat und ihm sagen musste, es tut mir leid, ich muss dich leider entlassen, weil ich habe selbst keine Arbeit mehr. Das ist schwierig gewesen, ja. Und er hat dann aber in den 1930er Jahren eine Anstellung bekommen, weil in Wels eine Wehr gebaut wurde an der Traun. Und da haben sie halt viel starke Leute gebraucht, die Steine schleppen konnten. Und er hat sich halt dafür beworben und ist da dafür engagiert worden, angestellt worden. Und er hat sich wirklich enorm bemüht, damit er eine fixe Anstellung bekommt. Das hat er tatsächlich geschafft. Er hat bei der Traumbauleitung einen Job bekommen. Im Zweiten Weltkrieg war er bei der Marine in Frankreich und ist 1944 zurückgekommen, verwundet. Und hat dann wieder nach dem Kriegsende wieder bei der Traun weiterarbeiten dürfen. Meine Mutter stammt aus einem kleinen Bauernhof und hat 11 Geschwister gehabt. Sein Vater, also ihr Vater, war verheiratet und hat 6 Kinder gehabt mit der Frau und hat ursprünglich hat er in Altmünster seinen Bergbauernhof gehabt und das war sehr, sehr anstrengend und sehr schwierig zu bearbeiten. Dann hat er gesagt, ich würde so gerne auf einer Ebene arbeiten. Ja, nicht nur Hügel, nicht nur so schräge Hänge. Ja. Und dann hat er das verkauft und hat sich in Holtland einen kleinen Bauernhof gekauft. Aber natürlich hat er da auch Schulden gehabt. Und aber er hat 6 Kinder gehabt mit seiner Frau und bei der Geburt vom 6. Kind ist seine Frau gestorben. Sie ist alleine dagestanden mit 6 kleinen Kindern und einen Haufen Schulden. Und hat ganz neben dem Bauernhof, wo er war, hat es einen anderen größeren Bauernhof gegeben mit mehr Mägden und da war eine Magd, die hat so viel Mitleid gehabt mit den Kindern. Ja, die haben jetzt keine Mutter mehr, wer kümmert sich um die armen Kinder, was soll der arme Mann jetzt machen? Und so hat er sich ergeben, dass sie ihn geheiratet hat. Die zwei haben geheiratet und haben wieder 6 Kinder gehabt. Und das vorletzte Kind war dann meine Mutter. Und meine Mutter hat mir gesagt, also da war eine Frau der ersten, wir waren auch Kinder da, aber bis sie von zu Hause weggekommen ist, mit 15, 16 Jahren, hat sie nie gewusst, dass das nicht ihre wirklichen Geschwister sind, weil die Mutter nie einen Unterschied gemacht hat zwischen den eigenen, den Kindern, die sie selbst geboren hat und den Kindern, die sie geerbt hat, sozusagen. Ja. Genau. Und sie hat deswegen immer, Zeit ihres Lebens, eine irrsinnig hohe Meinung von ihrer Mutter gehabt. Sie war immer ein Idol für sie.
ja, seine gute Mutter, seine gute Frau, findet man nur sehr selten. Gut. So viel zu meinen Eltern. Hoffen wir, dass ich das nächste Büro auch wieder schaffe. Wow. Ich bin in Altam in die Volksschule gegangen und mit Beginn der Volksschule wurde ich gleich Minister. Ich habe in dieser Zeit schon die ersten religiös-musikalischen Erlebnisse gehabt. Wir gehen auf diese Zeit schon zurück. Ich bin so gerne in die Kirche gegangen, und zwar nicht nur, wenn ich zum Ministrieren dran war. Normalerweise ist ein Buch nur dann in der Kirche, wenn er zum Ministrieren dran war, wenn er Ministrant ist. Ja. Aber ich bin auch an den Tagen gegangen, wo ich nicht dran war. Besonders die Choraten in der Adventszeit habe ich besonders geschätzt, wegen der Lieder. Tauet Himmel den Gerechten. Und da war damals natürlich unter der Woche, waren nur Kinder und alte Leute in der Kirche. Aber der Volksschuldirektor, der hat immer Orgel gespielt. Und ich habe da immer die zweite Stimme gehört, dazu in der Orgel dazu gehört. Und wenn ich dann zu Hause, bei mir zu Hause, in meiner Familie, ist immer sehr viel gesungen worden. Gerade Plattenspieler oder Fernsehsender hat es nicht gegeben. Und mein Vater war ein sehr begeisterter Sänger und meine Mutter hat auch eine ganz gute Stimme gehabt und das eigentlich immer gesungen. Mein Vater, der hat zu Hause sehr viel gearbeitet, als nicht fertig gelernter Zimmermann, hat er trotzdem Leitern und Zimmerstöcke und solche Sachen hat er für den Baumeister gemacht. Und der hat gut gesungen und wenn meine Mutter gesungen hat, dann in diesem Alter ungefähr bin ich draufgekommen, wie die zweite Stimme geht, ja, wie man die zweite Stimme dazu singt. Und das hat nämlich bestimmte Frequenzen in meinem Ohr verursacht und die ich mir gemerkt habe und so konnte ich nach dem Gehör zu jedem Lied seine Stimme dazu singen. Das hat sich schon irgendwie herauskristallisiert. Und ich wollte natürlich auch bei der Musikkapelle mitspielen. Und die habe ich immer beobachtet, weil sie ein Platzkonzert gehabt haben, vom Leichnamstag oder so, im Gastgarten vom Dorfwirtshaus. Und da habe ich halt gesehen, dass die Melodiestimme immer vom Flügelhorn gespielt wird. Ne? Jetzt wollte ich unbedingt Flügelhornist werden. Und der Kapellmeister, der war ein Angestellter der Gemeinde, weil während des Zweiten Weltkriegs eigentlich alle Vereinstätigkeiten aufgehört haben. Ja? Auch die Musikkapelle hat nicht mehr existiert. Und dieser Kapellmeister, unser Kapellmeister dann wurde, der hat sich beim Bürgermeister gemeldet und hat gesagt, wenn die Gemeinde ihm einen Broterwerb gibt, ja, eine Anstellung gibt, dann ist er bereit, die Leute wieder alle zu fragen, die früher in der Musikkapelle waren, und die zu sammeln und wieder eine Musikkapelle aufzubauen. Ja. Und der Bürgermeister war froh, dass wieder eine Musikkapelle existiert und hat ihn als Gemeindediener angestellt, Mädchen für alles. Also er hat im Sommer hat er meistens im Steinbruch gearbeitet und hat große Steine zerkleinert und im Winter hat er Sand gestreut und geschaufelt. Ja, das war sein Job. Und eines war noch, was er jedes Jahr gemacht hat, er hat alle Haushalte besucht mit einer Liste und hat eingetragen die Haustiere. Wie viele Hunde, wie viele Katzen, wie viele Schweine, Hühner und alles.
alle Tiere, Haustiere, der hat da alle aufgeschrieben. Und ist er von Haus zu Haus gegangen. Und dann ist er dann, wie ich 9 Jahre alt war, ist er auch zu uns, wie jedes Jahr, gekommen. Und da habe ich dann den Mut gehabt, ihn zu fragen. Dopf, habe ich gesagt, ich möchte gerne ein Instrument lernen. Und man wird es nicht glauben, wenn man mich heute anschaut. Ich war sehr schmächtig damals. Ich war so schmächtig, dass sie mich mit dem Schulbeginn auch ein Jahr zurückgestellt haben, weil sie gesagt haben, der Bub ist zu schwach. Der kann eine Schultasche noch nicht tragen. Und da hat er mich also von oben bis unten gemustert und hat gesagt, Bub, dreh mich in 2 Jahre weiter. Wenn du 12 Jahre alt bist, darfst du wieder fragen. Ich habe mir das natürlich gut gemerkt. Und an meinem 11. Geburtstag bin ich zu meinem Vater gegangen und habe ihm gesagt, Papa, der Topf hat gesagt, wenn ich 11 Jahre alt bin, dann darf ich ein Instrument lernen. Bitte, Papa, ich möchte ein Instrument lernen. An meinem Geburtstag konnte ich mir das nicht abschlagen. Ich habe da auch etwas gekostet, das war ja nicht gratis. Ne? Sicher nicht viel, aber trotzdem, naja gut, er hat es mir erlaubt und so bin ich gleich zum Topf gegangen und habe ihn gefragt, ich möchte Flügelhorn lernen, weil ich natürlich Melodie spielen wollte. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist jetzt schlecht. Ich habe da vor 2 Wochen dem letzten Buben das letzte Flügelhorn gegeben. Ich habe keins mehr. Aber ich hab halt eine S-Trompete. Spielst du die S-Trompete, spielt nur Nachschlag. Nachschlag, was ist Nachschlag? Das ist das, was ein Walzer immer nach der 1 spielt. Die 1 spielt über der Bass und die große Trommel. Ja, es ist aber besser als gar nichts. Ne? Aber ich habe mit dem angefangen. Und er hat gesagt, wenn du talentiert bist und wenn du fleißig bist, dann kannst du ja immer noch aufs Flügelhorn wechseln. Ne? Damit hat er mich vertröstet. Okay, so habe ich angefangen bei der Musikstelle. Und da haben wir nur ein Bild dazu. Das sind die Ministranten, so um 1955, warum dürfte das gewesen sein? Wo bist du? Was? Mit dem Säckchen. Ja, mit dem Säckchen. Aber ich habe ihn ganz dünn gemacht, weil so schön meine Beute nicht sein. Gut. Ja, dann nach der Volksschule bin ich nach Lakirchen in die Hauptschule gegangen, mit durchschnittlichem Erfolg, Schulerfolg. Nur allein in der Musik hat man gesagt, ich sei überdurchschnittlich gegangen. Auf dem Brief, das ist, steht eine, das war in der 2. Klasse, hat es ein Adventsingen gegeben, sozusagen ein Benefizkonzert mit einem Hirtenspiel. Und da spiele ich noch die Esstrompete, wie man sieht. Ja. Aber bald darauf bin ich dann umgestiegen auf Horn. Weil mehrere, also 4 Hornisten haben mich gehabt und 3 davon sind zum Militär eingezogen worden. Okay. Ja, mit Bundeswehr. Aber Esstrompeter war noch immer jede Menge da, hat der Kapellmeister gesagt, Heitzinger, du hast eh so leicht, und beim Esstrompeten lernen, magst du den Horn lernen, weil ich brauche den Hornisten. Und der Klang vom Horn hat mich damals schon fasziniert und da war ich damit einverstanden. Obwohl es bei der Blasmusik dieselbe Rolle spielt wie die Esstrompete. Aber später bin ich dann erst aufgekommen, dass er so wesentlich mehr Möglichkeiten hat als die Trompete. Die Trompete ist ziemlich festgelegt auf Triumph, Fanfaren, ja, Glanz und Glorie. Aber das Horn der Klang des Horns hat so viele verschiedene Aspekte, von sanft und weich und zart bis schmetternd. Ja.
Also das habe ich damals noch gar nicht gewusst, aber das hat sich halt später dann herausgestellt. Gut. In der zweiten Klasse Hauptschule, das war also in dieser Teil, zweite Klasse Hauptschule, da hat sich bei mir irgendetwas innerlich verändert. Natürlich hat sich schon etwas dadurch angebahnt, dass ich, als ich 10 Jahre alt war, das erste meiner Geschwister verloren habe. Die Schwester, die um ein Jahr jünger war, also ich war nur 9 Jahre alt und ist gestorben an einem Blinddarmdurchbruch, den der Hausarzt nicht erkannt hat, weil er so atypisch war. Er ist jeden Tag gekommen und hat jeden Tag sie uns kontrolliert. Normalerweise, wenn man eine Blinddarmentzündung hat, da kann man da gar nicht, nicht berühren, schreit man schon vor Schmerzen und noch dazu, wenn er schon durchgebrochen ist. Ne? Und die hat immer gesagt, mich tut überhaupt nichts weh, überhaupt nicht, überhaupt keine Schmerzen. Und dann, irgendwann war halt der Punkt, wo der Arzt gesagt hat, ich werde nicht genug daraus, ja, irgendwas stimmt da nicht, sie muss ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ich sehe, ins Krankenhaus gekommen und sie haben sofort festgestellt, dass ein Blinddarm schon durchgebrochen ist. Und dann meine Eltern gerufen und haben mir gesagt, sie müssen sich auf alles gefasst machen, sie wird wahrscheinlich die Nacht nicht überleben. Und tatsächlich ist sie in dieser Nacht gestorben. Und das war natürlich eine unvorstellbare Katastrophe, die da über meine Familie hereingebrochen ist. Ich war alleine zu Hause, als meine Mutter die Nachricht bekommen hat. Ja. Dass die Monika gestorben ist. Und die hat buchstäblich den Verstand verloren, hat nur mehr geschrien und geweint und geschrien und geweint. Und ich war natürlich nicht daneben, wenn deine Mutter so etwas zustößt oder so schreit, ja, dann fährt das natürlich, drückt dir einen Stempel auf, den du nie wieder los wirst. Ja. Ja, also es hat da schon Dinge gegeben, die das wahrscheinlich irgendwie vorbereitet haben. Und dann auch natürlich der Dienst als Ministrant. Ich habe natürlich dann bei der Erstkommunion noch mal das Bild gesehen und war immer bei allen Feiertagen, wie es üblich war, bei uns war es halt so auf jeden Fall, immer zur Beichte gegangen. Und ich habe die Beichte immer sehr ernst genommen. Und habe bin dann zu der Erkenntnis gekommen, warum mache ich Fehler, die ich als solche erkenne und ich will nicht sündigen, ja? Ich will nicht Fehler begehen. Ja? Warum mache ich ihn trotzdem wieder? Obwohl ich mir fest vornehme und ehrlich, nicht, ich habe das nicht oberflächlich, naja, ist ja wurscht. Das gehe wieder beichten und dann ist eh wieder alles ausgelöst. Ja. Das hat mich sehr beschäftigt. Warum komme ich da nicht drüber? Warum mache ich weil wiederhole ich Fehler? Warum muss ich immer wieder beichten gehen und wieder beichten, dass ich gelogen habe oder irgend sowas? Ja. Und damals war noch ein anderes, für mich sehr einschneidendes Erlebnis. In meiner Nachbarschaft hat ein Bursch, als Einzelkind ist ein Bursch aufgewachsen, der war ein bisschen älter als ich, so alt ungefähr wie mein Bruder, so 7 Jahre älter als ich. Ich glaube, das ist ungefähr in dieselbe Klasse gegangen, als Einzelkind. Der ist von seinen Eltern total verzogen worden. Er durfte alles machen, natürlich als Einzelkind. Ja. Die haben alles toleriert, was er gemacht hat. Und die sind auf die schiefe Bahn gekommen. Er hat gestohlen, die Eltern haben ihn immer in Schutz genommen. Ja. Und hat andere bedroht und hat sich betrunken und hat zu raufen begonnen, also betrunken war. Und dann haben sie ihn einmal eingesperrt. Kaum, dass er 18 war, haben sie ihn dann einmal eingesperrt.
Und dann ist er rausgekommen wieder und ist hat sich gleich wieder betrunken und hat dann andere Burschen im Gasthaus angestänkert. Und sie die waren in der Mehrzahl und haben gesagt, ja, er kann ihnen ja gar nichts anhaben, ja, haben sie gedacht. Da hat er gesagt, ist er aufgestanden und gesagt, jetzt gehe ich nach Hause und hole mein Messer und dann steche ich euch an. Und ist hinausgegangen. Dann ist ihnen aber doch mulmig geworden, den Burschen, und sind zur Gendarmerie gegangen und haben das gemeldet. Und der Postkommandant hat gesagt, er wird sich darum kümmern. Er ist dann nach Hause gegangen und der war zu Hause, dann angetroffen und hat gesagt, er soll mitkommen auf den Posten. Er wollte ihn in den Gemeindekotter einsperren und ausnüchtern, wenn er wieder, weil er hat dann auch nichts angestellt, hat nur bedroht, ja. Und wenn er wieder nüchtern ist, hat er gedacht, dann lässt er ihn wieder frei. Und er hat gesagt, ja, muss ich aber noch was anziehen, und ist verschwunden in einem Raum, dort ist er nicht mehr rausgekommen. Er hat nur gehört, dass er da die Tür verbarrikadiert hat von innen. Ja. Und dann hat er versucht, der Gendarm versucht, das irgendwie mit Gewalt aufzustoßen, die Tür. Und es war ein Fenster drinnen, und ehe er sich noch versehen hat, hat er schon den Sessel auf dem Kopf gehabt und andere von der anderen Seite Schläge gekriegt und so. Und er hat sich nicht mehr hinausgesehen und hat die Pistole herausgenommen und in der Verzweiflung hat er halt abgedrückt und hat den Burschen im Bauch getroffen. Und er ist zusammengebrochen, und bevor er das Bewusstsein verloren hat, hat er noch gesagt, Stegner, weil kennen sich natürlich alle. Stegner, wenn ich die nur einmal erwischt, dann bringe ich die um. Und dann ist er gestorben. Er hat Bewusstsein verloren und ist nicht mehr zu sich gekommen. Die Rettung hat ihn inzwischen abgeholt und in den Krankenhaus gebracht. Der ist gestorben. Mit einer schweren Sünde. Ja, mit einem Morddrohung auf den Lippen. Und nach meinem katholischen Verständnis ist in so einem Fall, fährt er ja mit dem Schnellzug hinunter in die Hölle. Und Hölle heißt, es gibt keinen drinnen. Ewig, das ist ewige Verdammnis, die hört nie auf. Die hört nie mehr auf. Das hat mich dann so zum Nachdenken gebracht, weil ich mir gedacht habe, ja, Gott ist doch allwissend und allgütig. Es ist doch die Liebe. Wie kann Gott, wenn er vor einer Million von Jahren schon gewusst hat, das ist eine Allwissenheit, im Jahr 1940 wird in dieser Familie ein Bub geboren werden, der auf die schiefe Bahn kommen wird und als Schwerverbrecher sterben wird, mit einem Morddrohung auf den Lippen. Wie kann Gott so einen Menschen erschaffen, von dem er von vornherein schon weiß, der wird in der Hölle Land, ewig, ohne Aussicht auf jemals herauszukommen. Und das hat mich so beschäftigt damals. Dann habe ich mir gedacht, ja, das ist das, was man einfach eben nicht verstehen kann. Und jetzt weiß ich, Glaube, was Glaube ist. Glaube heißt, trotzdem an Gott zu glauben, auch wenn man nicht mehr versteht, wenn man nichts mehr versteht, aber den Glauben. Ich habe noch immer den Glauben, der Glaube ist wichtig. War aber richtig befriedigt hat mich diese Antwort noch nicht. Weil der nächste Schritt war dann, dass ich mir dann gedacht habe, eigentlich ein unglaubliches, unverdientes Glück, dass ich in Oberösterreich in eine katholische Familie geboren worden bin. Und in der Kirche, also im Religionsunterricht, habe ich ja gehört, dass es außerhalb der Kirche kein Heil gibt. Es gibt nur einen einzigen wahren Glauben, ist der katholische Glaube. So ein Glück.
Stell dir vor, was wäre gewesen, wenn ich nicht in Oberösterreich geboren worden wäre, sondern irgendwo in Afrika? In der Steinung. Ja, im fernen Ausland, in der Steiermark. Oder in irgendeinem Land, wo es keinen Katholizismus gibt, sondern einen Buddhismus vielleicht, in Indien oder China oder irgendwo. Da hätten wir die Pflanzen gefunden. Und, okay, ich werde vielleicht ein buddhistischer Ministrant geworden. Oder weiß, ich vielleicht ein buddhistischer Ministrant geworden. Und wäre auch ein gläubiger Buddhist geworden, sehr gläubiger Buddhist. Und okay, und jetzt sterbe ich. Ich bin ein alter Mann, alter Mönch und sterbe. So, jetzt komme ich vor die Himmelspforte. Dann steht der Petrus mit dem dicken goldenen Buch und fragt mich nach meinem Namen. Nenne ich in meinem Namen, blättert und blättert und blättert, ist schon auf der letzten Seite, wieder zurück, alle einzelnen Namen schauen nach. Das kennen alle einzelnen. Tut mir leid, ich kann dich nicht finden. übrigens, was für eine Religion hast du denn? Also, ich bin ein gläubiger Buddhist. Ah, das hättest du mir zuerst gesagt. Dann hätte ich dir das gleichsam gesagt. Der Himmel ist nur für die Katholiken. Tut mir leid. Das ist gut gemeint, das habe ich gut gemacht. Aber ich kann dich nicht mehr reinlassen, weil der Himmel ist. Leider nur für die Katholiken. Und da habe ich einfach innerlich gespürt, das kann nicht stimmen. So kann es nicht sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich war noch nicht alt, 11 Jahre ungefähr alt. Ja. 11, 12 Jahre alt. Aber diese Fragen haben mich schon irrsinnig stark beschäftigt. Und ab diesem Punkt hat mich die Frage immer mehr interessiert, wie erleben Menschen in anderen Religionen Gott? Außerhalb der katholischen Kirche. Und diese Neugier, die war leitend für mich bis zu dem Tag, an dem ich angesprochen wurde. Und als ich angesprochen, 14 Jahre später angesprochen worden bin, war mein erster Gedanke, von welcher Religion ist sie? Aber mit einer positiven Neugier. Ich möchte von dieser Person erfahren, wie erlebt sie Gott. Das war sehr wichtig für mich. Das war eine ganz wichtige Weichenstellung in diesem Alter. Andere haben mir an Fußball gedacht und alle möglichen anderen Sachen. Ich habe mich mit Musik beschäftigt. Und mit solchen Fragen, ja, die in meinem Kopf umgegangen sind. So, nach der Hauptschule stand natürlich die Berufswahl an. Auf die Frage meines Vaters, nach meinem Berufswunsch, antwortete ich, Papa, ich möchte Musik studieren. Das war unmöglich. Woher sollte er das Geld nehmen, mir ein Musikstudium zu finanzieren? Naja, dann habe ich gesagt, da möchte ich ins Gymnasium gehen. Gymnasium? Was? Nein. Niemand von deinen Geschwistern ins Gymnasium gegangen. Du gehst auch nicht ins Gymnasium. Du lernst einen Beruf. Weil natürlich jeder, der einen Beruf lernt und so ein bisschen Geld verdient, kann ein bisschen Beitrag leisten. Haushaltsbudget. Und nachdem die Eltern immer noch Schulden gehabt haben vom Haus, waren sie natürlich froh, wenn ein bisschen etwas die Kinder beisteuern konnten. Uns hat er gesagt, am besten ist, sage ich vor, eine Handwerkslehre. Handwerk hat goldenen Boden, da kann dir nichts passieren. Und er hat mir die Tischlerei vorgeschlagen, also bin ich Tischler geworden. Aber, als ich im zweiten Lehrjahr war, habe ich nicht einen schweren Unfall gehabt, da, in der linken Hand.
die mir alle Sehnen abgerissen hat, und konnte keinen Finger mehr bewegen, war ganz steif. Aber die Kunst der Ärzte hat es geschafft, mich wieder zusammenzunähen und kann meine Finger wieder bewegen. Und das war im zweiten Jahr. Und noch etwas, kurz davor, glaube ich, war das, habe ich begonnen, auf eine Einflüsterung eines Musikerkollegen, eines Buben, der Klarinette in Linz im Bodenkonservatorium gelernt hat, mit dem ich mich in der Freizeit öfter getroffen habe, nur so per Gaudi miteinander spielen. Und da hat er mir gesagt, also wenn ich da am Samstag bei mir ins Konservatorium, wo ich vorher nach Linz, das Bodenkonservatorium, das ist im dritten Stock, und da muss einen langen, finsteren Gang entlang gehen und bei mehreren Türen vorbei. Und bei einer Tür höre ich immer Hörner heraus. Das ist nicht nur einer und nicht nur zwei, das ist eine ganze Gruppe. Mindestens ein Quartett, meistens sind es noch mehr, glaube ich. Und hat er gesagt, und das tut so schön. Das tut so schön, war wie ein Brandeisen auf mein Herz. Ich muss dorthin, koste es was es wolle. Wie komme ich von Roltham, von dem Bauerndorf, mit zwei Häusern und drei Misthaufen nach Linz? Und der hat mir gesagt, du musst nur mit unserem Volksschuldirektor von Roltham reden. Der hat einen Sohn, ungefähr in unserem Alter, der studiert auch im Konservatorium. Sein Vater ist nämlich ein Linz, ein gebürtiger Linzer. Oberschuldirektor, ne? der hat auch meinem Freund da den Weg geebnet. Ich muss nur mit dem reden. Da hab ich mit dem war ich auch befreundet, mit dem Sohn von einem Volksschulleiter. Habe ich ihm das gesagt. Der ist sofort aus seinem Vater gegangen. Der Vater hat das Telefon genommen, hat im Konservatorium im Büro angerufen, hat gesagt, er hätte da einen Buben, der gerne hören werden möchte. Ja, einen kleinen Moment, der Herr Professor Pitzke ist eh heute da. Ich hole ihn schnell zum Telefon. Und hat dann und hat gesagt, ja, nehmen Sie ihn nächstes Mal, wenn Sie nach Linz kommen, nehmen Sie ihn mit, er soll das Instrument gleich mitnehmen, dass ich mir anschauen und anhören kann. Dann hat er mich, also eine Woche später, mitgenommen nach Linz und ich sollte dem etwas vorspielen. Er hat mich gefragt, ob ich irgendwelche Noten habe. Noten? Nein, habe ich keine. Ich habe ja nur Nachschlagsnoten gehabt. Also ich gesagt, na mach nichts, spielst du mir halt eine C-Dur-Tonleiter, für die wirst du vielleicht noch eine C-Dur-Tonleiter kann. Und dann hat damit begonnen, mit einem riesen Vibrato. Warum? Ich habe vom Radio die Kernburm, ein steirisches Erfolgsmikrofon. Bekannt und der Posaunist hat immer so getan. Und ich glaube, so muss das klingen. Ja? Und dann konnte sich das Lachen fast nicht verhalten. Und er hat gesagt: Ja, weißt du, das Charakteristische am Hornton ist eigentlich, der soll so gerade sein wie ein Strich mit einem Lineal. Was? Ich mach nichts. Du kommst nächste Woche in die Unterrichtsstunde, darf mir gleich einen Termin gegeben. Und so habe ich begonnen. 1964 habe ich im Konservatorium in Linz begonnen. Wie spät ist? Wie viel Zeit habe ich noch? 10 Minuten. Was? Ist los. Okay. Musst du heute ein Warnsignal geben, um zu werden. Ich bin bravo. Ja, das waren eigentlich. Das war sehr wichtig für mich, also das war neben dem Unterricht, neben der Lehre, neben der Tischlerlehre, bin ich am Samstag immer da in den Unterricht gefahren. Aber die Tischlerlehre war sehr anstrengend und ich war körperlich nicht irrsinnig kräftig, muskulös gebaut. Da war das sehr anstrengend eigentlich für mich und ich bin am Abend meistens, muss ich sagen, so müde nach Hause gekommen von der Arbeit, dass nicht mehr daran zu denken war,
das Korn noch in die Hand zu nehmen und zu üben. So bin ich oft am Samstag in die Unterrichtsstunde gefahren, ohne dass ich in der Woche, während der Woche irgendetwas geübt habe. Natürlich, mein Lehrer war nicht blöd und nicht taub, der hat sofort erkannt, nach ein paar Tagen hat er schon gewusst, wie viel es gestanden hat und hat dann gesagt, hey, du bist ja wieder schwer. Du bist nicht zu Nügen gekommen. Habe ich gesagt, es tut mir furchtbar leid, Herr Professor, ich habe es nicht geschafft. Und der hat aber selbst einmal eine Metallbearbeitung, ich glaube Dreherlehre oder irgend sowas, eine Lehre gemacht und der hat gewusst, neben einer Handwerkslehre noch ein Instrument zu lernen, ist sehr schwer, ist wirklich schwer. Und er hat deswegen die Geduld aufgebracht und hat gesagt, na, versuch wenigstens, wenn du nur eine Viertelstunde, aber regelmäßig üben, wäre halt schon sehr wichtig, wäre halt schon sehr gut. Und naja, soweit es halt gegangen ist, habe ich das befolgt und ich habe auch Fortschritte gemacht. Nicht in dem Ausmaß natürlich, wie einer, der nichts anderes zu tun hat, als nur den ganzen Tag rumzuspielen. Ne? Und so bin ich dann eigentlich in den Himmel gekommen, für mich das Bundesheer. Ich habe mich zur Militärmusik gemeldet und da hat man den ganzen Tag nichts anderes zu tun. Das ist schon gleich Militär. Ja, okay. Das war damals, bei der Militärmusik war man 15 Monate verpflichtet und was mache ich aber nachher, was mache ich nach den 15 Monaten, war die Entscheidung gesteckt, komm, muss ich wieder in die Tischerei zurück, wollte ich nicht mehr. Ich wollte nicht mehr, wollte dann den musikalischen Weg weitergehen, wenn es irgendwie geht. Und ich habe dann die Möglichkeit bekommen, dass ich beim Magistrat in Linz einen Bürojob bekomme, konnte dann in Linz bleiben, habe in Kolpenheim gewohnt und habe fleißig geübt. Und nach einem halben Jahr hat mein Professor zu mir gesagt, ich habe da gestern einen Anruf gekriegt von Wien, vom Burgtheater. Da gibt es auch ein Orchester und die suchen einen Hornisten und haben gefragt, ob ich nicht einen Schüler hätte, den ich zum Probespiel schicken könnte. Probespiel ist ein Auswahlverfahren, wo halt die Bewerber gegeneinander rittern, sozusagen. Und zuerst wollte ich gar nicht dorthin fahren, aber er hat gesagt, probieren da das schon. Ne? Und ich habe mir gedacht, Chance habe ich sowieso nicht, aber auch für später ist es gut, wenn ich ein bisschen Erfahrung sammle, was bei einem Probespiel, wie die Atmosphäre ist, was verlangt wird, wie das abläuft und so. Also ich gehe dorthin nur zum Anschauen, sozusagen. Und bin da hingefahren und habe die Stelle gekriegt. Ich habe gesagt, jetzt muss ich mich nur überall einzwicken, dass ich aufwache. Das muss ja ein Traum sein. Ja. 14 Tage später bin ich nach Berlin gesiedelt. Und habe gleichzeitig auch an der damals Akademie für Musik und Darstellende Kunst, heute heißt sie Universität für Musik und Darstellende Kunst, damals war es Akademie, habe ich begonnen. Und so, genau. Und habe ich dieses Studium an der Akademie habe ich sehr, sehr, sehr wichtig genommen. Und habe für kein Sinn, für kein Kinder und für keine Freundin, für nichts Zeit gehabt, war total fokussiert auf meine Verbesserung der musikalischen Fähigkeiten. Genau. Und am 5. Jänner 1971 ist einmal etwas Unvorhergesehenes dahergekommen. Da bin ich am Abend, am Weg nach Hause, durch den Volksgarten. Normalerweise bin ich immer rechts vorbeigegangen am Theseus-Tempel. Und das eine Mal, ich weiß bis heute nicht, wieso bin ich an diesem einen Abend nicht rechts, sondern links vorbeigegangen. Da kommt eine Person, weißt du, es war schon finster, 5. Jänner, ne? Schneidet es an ein bisschen, ich denke, gut,
tief ins Gesicht gesetzt, das Haar umgehängt oder in der Hand, weiß ich nicht mehr, so wurscht. Und zuerst hat er gesagt, das ist ungefähr. Aber bis ungefähr auf meiner Höhe war, ist eine abrupte Wendung gemacht und auf mich schnurstracks zugekommen und hat mich zur Rede gestellt. Er hat mich gefragt, irgendetwas über Gott. Mein erster Gedanke war sofort, Moment, das ist keine Katholikin. Also interessant. Aber von welcher Religion kommt die? Oder von welcher Sekte? Und so habe ich zu ihr, also der hat mich gleich interessiert. Ich wollte mit ihr gleich ins Gespräch hinbekommen. Ja, aber wie mache ich das jetzt? Und dann habe ich gesagt, also die Frage ist sehr interessant, aber die kann ich nicht in einem Satz beantworten. Also da müssten wir ein bisschen länger darüber reden. Ja, kein Problem. Ja, können wir vielleicht in ein Kaffeehaus gehen oder was? Kaffee ist eine gute Idee. Ich habe keine Ahnung, wo ein Kaffeehaus ist. Na, gehen wir mal in diese Richtung, weil dort wohne ich. Und zwar auf dieselbe Richtung wie die Schüttelgasse. Ne? Und wie ich fast bei der Busstation, wie wir waren, hat sie gesagt, also gleich da drüben wohne ich in einer Wohngemeinschaft mit anderen zusammen. Da können wir haben auch Tee und Kuchen und alles Mögliche, was wir können, uns auch gut zusammensetzen. Okay, das hat sie gemacht, sind wir dorthin gegangen, in die Schlüsselgasse, und da hat sie dann mir das erste Kapitel zu erzählen begonnen. Und ein Satz ist mir bis heute in Erinnerung geblieben, der hat eingeschlagen wie eine Bombe. Und zwar das Bibelzitat: Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Jetzt wiederholt er das. Nach dem Ebenbilde Gottes schuf er. Es ist noch eine dringende Bestätigung. Nach dem Ebenbilde Gottes, verstehst du das? Nach dem Ebenbilde Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und das war 5. Jänner, habe ich schon gesagt, ja, kurz nach Weihnachten. Die Geschwister sind alle von der Weihnachtsfeier zu Hause in ihrer Familie zurückgekommen gewesen und haben alle Kekse und Sachen mitgebracht, unter anderem auch Walnüsse. Und da waren Walnüsse dabei, die geknackt waren, aber so vorsichtig geknackt, dass die zwei Hälften, die Schalenhälften, erhalten geblieben sind. Nur der Kern wurde herausgebracht. Und diese Person hieß Maya Tomajková und war eine Medizinstudentin aus der Slowakei. Und die hat jetzt selbst geschaut. Und das ist Mann und der Mann ist eine Hälfte von einem Menschen und die Frau ist eine Hälfte von einem Menschen. Und beide zusammen ergeben erst einen ganzen Menschen. Anschaulicher kann man das nicht mehr machen, wie die das gemacht haben mit den zwei Nussschalenhälften. Und das hat wirklich wie eine Bombe eingeschlagen, und das kann ich mich bis heute noch erinnern. Und es sind trotzdem, also das hat mich bis halb drei in der Früh gesprochen und halb drei hat also Schluss machen müssen, weil da sind ein paar ganz verschlafene Damen hereingekommen. Ich habe nicht gewusst, das war ihr Schlafzimmer. Und heute Morgen sagt er, wir müssen leider aufhören. Ja, aber da müssen wir morgen gleich weiterreden. Da können wir nicht warten. Okay, gut, reden wir morgen weiter. Und so ist es dann gegangen. Aber dann ist die erste große Hürde für mich der Stolperstein, der Stolpersteine aufgetaucht. Und zwar hat sie mir eine Blasphemie ersten Grades ins Gesicht gesagt. Ahnungslos, wie sie war, ja, hat sie gesagt, mir ins Gesicht, Jesus war ein Mensch. Wow. Da hört sich alles auf. Ich habe noch ein halbes Jahr, bevor ich angesprochen worden bin, aus eigenem Antrieb das Neue Testament gelesen. Und ich habe noch im Ohr und in den Augen, wie ich da gelesen habe, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham ward, bin ich.
Kann das ein Mensch sagen? Kann Jesus das sagen, wenn er ein Mensch war? Jesus muss Gott gewesen sein. Und ab diesem Moment war ich wie ein Igel. Ich habe alle Stacheln aufgestellt und sie ist mit nichts mehr, mit keinem Argument nicht mehr durchgekommen. Es war aus. Die Maya, habe ich das später dann erfahren, die hat stundenlang geweint und gebetet im Gebetszimmer. Stunden verbracht in Verzweiflung über den Verlust dieses hoffnungsvollen Kandidaten. Ja. Aber der Peter Koch hat eine Idee gehabt. Er hat gesagt, wir haben da den richtigen Mann für diesen Burschen. Dann hat der Herr Diplom-Ingenieur Dietrich Seiber. Der kann ihn richtig behandeln. Und also ich bin wieder zum Thema. Ich habe dann eigentlich überlegt, ich habe damals Proben im Burgtheater gehabt und Sprechtheater ist ja ganz anders als eine Oper. Gell? Oper wird ständig musiziert, gesungen, gespielt. Im Sprechtheater, das sind nur so Zwischenaktmusiken und Couplets von Schauspielern. Ja? Dazwischen ist lange Zeit immer, wo nur geredet wird auf der Bühne. Und dann bei einer Probe wird immer unterbrochen, dann schreit einer vom Licht an, hey, wer ist denn Herr, wie der Tod ist, aber der Scheinwerfer ganz woanders, hallo, wo sind wir denn? Also wieder zurück zum Anfang. Und ich bin dann da gesessen und habe immer überlegt, was soll ich machen? Das sind so nette Leute da. Also, so sympathische Leute, die Meier, so sympathisch, aber ich kann nicht mehr hingehen. Es ist eine Sekte. Mit einer Sekte geht es nicht. Und so bin ich hin und her gerissen worden. Und das Schlussergebnis meiner Überlegungen war, ich muss trotzdem hingehen, zumindest gebetet, dass der Anstand mich zu verabschieden. So, ich sage, sehr nette Leute, ich mag es gerne, aber nur leider in dem Punkt kann ich nicht mit. Tut mir leid, da kann ich nicht mit. Ich habe eine andere Überzeugung. Ja, ich muss meinen Weg gehen. So bin ich ins Zentrum gegangen, zum Zentrum geläutet. Hat der Zentrumleiter, hat der Walter Leitner geheißen. Der hat blitzweiße Zähne gehabt. Diese Lächeln empfangen. Und habe ich gesagt, wo ist denn die Mama? Ah, die Maya, die hat leider heute keine Zeit. Aber der Dieter ist heute da, zufälligerweise. Der kann sich deiner annehmen. Ja, ich bin eigentlich nur gekommen, um mich zu verabschieden. Ich wollte nur sagen, es tut mir leid, aber ich kann da nicht mehr. Ich kann da nicht mehr. Und ja, wieso? Und ich sagte, ja, weil eben ihr an so einen Glauben sehe ich nicht vereinbar kann mit mir, mit meiner Vorstellung. Ja. Dass Jesus der Mensch war, ne, zum Beispiel. Ja, der Dieter, der kann da das, vielleicht redet man mit Dieter, und vielleicht der Dieter, der hat da vielleicht eine ganz vernünftige Antwort drauf. Dieter, der hat vernünftige Antwort drauf, das möchte ich wissen, wie sich der da rausredet. Das steht so in der Bibel. Ja, der kommt ganz aus. Da kommt er nicht aus. Und okay, gut, dann wollen wir mit Dieter hingesessen und Dieter, ja, das ist eine sehr interessante Frage. Lass uns das zusammen sitzen und gemeinsam überlegen, was Jesus mit dieser Aussage gemeint haben könnte. Könnte, was heißt da könnte, steht ja eh da. Aber irgendwie hat er gemerkt, also, dass ich hin und her gerissen werde. Und dann hat er gesagt, weißt du, es ist so, man kann entweder alles glauben, was dir erzählt wird, gibt es auch solche Leute, ja, oder gar nichts glauben, gar nichts mehr glauben, was da irgendwer sagt. Das ist so auch nicht die Lösung. Ja. Versuch, den Zweifel, den du hast, auf die
ganz auf die Wurzeln zurückzuverfolgen. Wo ist der Zweifel? Woher kommt der Zweifel? Was ist das, was dich da so stört? Und das verfolgst bis zum Anfang zurück. Da bin ich dann in der Tür gegangen, ja, es könnte so sein, wie er sagt, es könnte sein, aber es muss nicht so sein. Es könnte sein, dass das eine Antwort ist. Und dann, also so bin ich zusammen, so bin ich mit einem verabschiedet. Am nächsten Tag habe ich ein Paket an meine Mutter nach Hause geschickt, denn meine Mutter wollte von mir, dass ich jede Woche ein Paket mit der Schmutzwäsche nach Hause schicke, wenn ich ein bisschen das Gefühl hat, sie kann noch irgendetwas für den Buben tun. Und wenn sie da die frische Wäsche zurückgeschickt hat, da war er dann immer noch ein Stückchen Speck drin, eine Schokolade, irgendetwas. Okay, und ich habe jetzt einen Backerl fertig gemacht und habe es zur Post getan. Der Post ist nicht sehr 100, 150 Meter vielleicht weg. Und unterwegs kommt mir die Idee, ja, Herr Albert, eigentlich ist es nicht wichtig, wie du das verstehst. Wichtig ist doch, wie versteht Gott das? Was ist die Sicht Gottes über den Jesus? Was sagt Gott zu der Frage? Wenn Gott jetzt dein Vater ist, das wird sofort der nächste Schritt, wenn Gott wirklich dein Vater ist, dein Vater gibt dir doch eine Antwort. Wenn der Bub wirklich im ehrlichen Herzen zu ihm kommt und ihm fragt, Papa, ich möchte das verstehen, wie du das verstehst, mit deiner Sichtweise verstehen, Kinder, der kann dich nicht wegschicken, das gibt es nicht. Und in dem Moment habe ich tief drinnen ganz eine starke Sicherheit gefühlt, ich werde eine Antwort bekommen. So, inzwischen, dann habe ich wirklich Gott gefragt, Gott, bitte lass mich das verstehen, wie deine Sicht ausschaut. Was sagst du da dazu? War Jesus ein Mensch oder war er Gott? Inzwischen bin ich bei der Post angekommen, nicht auf das Backe aufgeben, und wieder marschiert. Geh auf in den dritten Stock, über die Treppen auf, was du da noch hast. Und das war so eine ganz kleine Wohnung, also mit zwei Zimmern. Und wie ich die Tür aufsperre und aufmache und am Fuß reinsitze, war es wie wenn man einen Schleier auseinandergezogen hätte. Und ich sehe ganz klar, glasklar, ganz eine klare Landschaft. So wie an einem Föhntag im Gebirge, wo es 100 Kilometer sind. Oder mehr, nur mehr das ist. Und ich greife am Kopf und sage, das gibt's ja nicht. So einfach ist die Antwort. Und so klar. Wieso habe ich das nicht verstanden? Das ist doch eh klar, dass Jesus ein Mensch war. Also ich habe wirklich gespürt, dass tatsächlich Gott auf meine Frage geantwortet hat. Und das war für mich der Widerhaken in meinem Herzen. Ich habe mich rausgenommen. Auf dem Moment habe ich gewusst, das ist die Richtung, mit der ich gehen muss. Egal, was jetzt noch kommt, am Prinzip ein Fragen oder sonst irgendwas, ich weiß, dass ich das mein Weg ist. Mein Halleluja. Ja, und das hat mir geholfen, da viele Schwierigkeiten, da viele Täler hindurch, hat mir das geholfen. Und nun etwas, was ich nie vergessen habe, und was mir wahnsinnig geholfen hat, war etwas, das mir der Gerhard Koch beim Frühstück so en passant nur so gesagt hat, wenn er nebensaß, hat gesagt, der allmächtige Gott hat 6000 Jahre gebraucht, bis er einen einzigen Menschen gefunden hat. Der Weg ins Himmelreich, ergo dessen, ist kein Spaziergang. Das ist nicht, das gehst nicht, schaust du schon einmal vorbei im Reich Gottes, ja? Gehst nicht da rum und bist du daheim. Ja. Nein, so einfach ist es nicht.
Also, da kommen, da können viele Schwierigkeiten daherkommen noch. Aber man darf sie nicht beirren lassen. Ich weiß nicht, soll ich aufhören jetzt, oder wie? Das ist noch nicht überheizt. Was? Geht sich das noch aus? Oh ja, du musst noch was erzählen. Gut, ja. Pass auf. Gerade wird es interessant. Ja, also, was natürlich auch ein sehr wichtiges Erlebnis war, war der Besuch der Wandeltern. Ich war 1972, ein Jahr nachdem ich gejoint habe. Und ich war ja nicht überall dabei, der hat ja ein Sightseeing gemacht. Da war ich nicht dabei. Aber ich habe es nachher dann alles erfahren, was ich noch überall war. Und was mich besonders freut hat und berührt hat, war, dass er die Wiener Sängerknaben besucht. Ich war nicht an den Wiener Sängerknaben besucht und nicht nur besucht, sondern auch einen namhaften Betrag gespendet haben. Das ist Wertschätzung. Weil die waren Eltern haben die Little Angels gegründet. Ja. Und die Little Angels haben wir mal Österreich besucht und haben auch die Wiener Sängerknaben besucht. Das war sogar in der Zeitung, war ein Foto davon. Wiener Sängerknaben und Little Angels. Und später dann, wie ich dann in Amerika war, zum 100-Tage-Workshop, da hat der wahre Vater gesagt, einige Sachen, die natürlich für mich Wasser auf die Mühle war. Ne? Dass er gesagt hat, im Reich Gottes spielt die Kultur im Allgemeinen und die Musik im Besonderen eine ganz wichtige Rolle, eine ganz bedeutende Rolle. Das sagt er ausgerechnet mir. Ne? Ja, das hat mich wirklich sehr, sehr berührt. Und wenn man Holy Song, er hat ein Klavier gekauft, da wurde vorher im Bibliothek kein Klavier gegeben. Er extra für die Trainees und für die Workshop hat er ein Klavier gekauft. Kauft er ein Klavier? Klavier ist nicht billig. Das ist nicht irgendein so ein Keyboard, sondern ein richtiges Klavier hat er gekauft, das mit einer LKW gebracht worden ist. Ja? Und das wird da eingestellt, ja, in der Mieterpause war das gerade. Wird das geliefert, die stellen das da rein und wird Nachmittag war Lecture Practice und die haben uns halt ein bisschen verteilt. Ja. Und auf einmal wird die Botschaft herumgereicht sozusagen, wir sollen alle in die Main Hall, also in den Garage hat das geheißen, früher war es einmal Garage, wo die Vorträge waren. Der Vortragssaal, ja, und der Vortragssaal, wo das Klavier drinnen gestanden ist. Wir sollen alle uns da zusammen. Der wahre Vater kommt zu uns. Okay. Alle gehen rein. Der wahre Vater sagt, jetzt habe ich ein Klavier gekauft, weil Musik ganz eine wichtige Rolle spielt im Reich Gottes. Und da jetzt habe ich das Klavier gekauft, das möchte ich natürlich gleich her. Drei Leute, wer kann da mitspielen? Ja, hat sich das ja gemeldet. Bruce Brown, glaube ich, hat der Kass. Bruce Almighty. Der war ein Jazzmusiker und der war eigentlich ein ziemlicher Hardrocker früher, mit so lange Haar. Und der hat aber schon viel gehabt. Und der hat halt da was in der Fantasie gespielt. Der wahre Vater ist vorn gesessen gegenüber vom Klavier. Wir sind da auf unseren Plätzen gesessen. Dann, so, wer nun? Da hat sich noch Australier gemeldet. Der hat auch mal Klavier gelernt, richtig. Und der hat auch Stücke gespielt vom Klavier. Okay, wer nun? Vorne. Der ist da in mehr Richtung. Ich kann nicht mal beim Jungen. Nein. Ich kann mir nicht Klavier spielen. Ich habe nur für mich selber, ich habe keinen Klavierunterricht gehabt. Ich habe nur für mich selber besser Mondscheinsonate von Beethoven. Ja, das habe ich, bevor ich angesprochen war, habe ich das fehlerfrei spielen können. Den ersten Satz. Ja.
lang her. Und da ist so wieder, ich kann jetzt nicht sagen, nein, geht nicht, geht ja nicht. Ne? Und der Vater sagt, das ist zum Beispiel, was bleibt mir übrig? Und fangen wir an zu spielen. Der sitzt gegenüber von mir mit geschlossenen Augen. Dann ding, dann ding, dann ding, ding, dann ding, ding, dann ding, ding, dann ding, dann ding, dann ding, dann ding, ding, dann ding, dann ding, dann ding, dann ding, dann Unmutsäußerung mit einem Blick oder irgendwas, nichts, gar nichts, wir waren alles in Butter. Die zu dies beschämt, wo ich mich verneigt, barmherzige Klatscher haben. Und hab mich nur mehr am Boden schauen drauf. Ich habe nur mehr am Boden geschaut. Und dann hat der Vater eine Ansprache bekommen. Mit dem Titel Das Herz. Und im Verlauf dieser Ansprache hat sich mein Blick Millimeter Zentimeter gehoben. Und irgendwie, ich war zwar, ich sag mal, wahnsinnig unbeschreiblich laut da, dass ich meinem Vater die Freude nicht machen habe. Kinder, das, was ich wirklich ausdrücken will, auszudrücken, habe ich nicht geschafft. Das war, wenn man denkt, das werde ich meinen Lebtag nicht mehr losbringen. Das werde ich mein ganzes Leben bereuen. War aber dann nicht so, weil ein paar Wochen später hat unser Vortragender, Jan Wittim, der hat die Prinzipien erklärt, drei Zyklen, dreimal, ganzen Prinzipien. Und und der hat wieder zurück müssen nach Korea. Und da hat es also eine Farewell-Party gegeben für den. Und der Henri Blanchard, der unser Trainees, Sprecher war, der Leiter von den Trainees war, hat gefragt, ob er irgendjemand was beitragen möchte bei der Farewell-Party. Musikalische Beiträge oder irgendwas, sofort. Ja, ich möchte gerne nochmal schauen, was er mir nochmal was vorstellt. Ich habe mein Kabel geht es nicht. Vielleicht auch nochmal. Und da haben wir ja einen gehabt, der Australier, der hat ja richtig ein Würstchen gelernt. Mit dem haben wir dann mit langsamem Satz vom dritten Mozart-Konzert, der bei Segnungen oft gespielt worden ist. Den habe ich dann gespielt. Und dann habe ich das hab ich noch gespielt. Und ein paar Tage, das war ein paar Tage. Die Frage war ein paar Tage vor der Farewell-Party. Da habe ich noch ein, zwei Tage Zeit gehabt, das zu proben in dem Australier. Notprobe mitgehabt. Und dann haben wir das probt und dann ist tatsächlich das Fest gestiegen und ich habe nur meine Schaf gekriegt und habe das spielen dürfen. Und was für mich unvergesslich war, dass da sind die Eltern in der ersten Reihe gesessen und während ich gespielt habe, hat die wahre Mutter immer zu mir hergeschaut und ich habe immer das Gefühl gehabt, die interessiert mich, was macht er da, wie produziert er den Ton, wie kommt er den Klang zustande. Das hat mich wahnsinnig berührt und hat mich inspiriert. Jetzt kommt man endlich zur Segnung. Jetzt kommt die Segnung, wann war denn das? Und warte mal, da sind wir, können wir die Bilder, warum wir nur die Bilder dort gehen, das war der Unterricht. Das was? Bist du? Ja, mit meinem Professor in der Akademie und auf der Hochschule. Eine Hochschule und später ist dann Universität geworden. Das war mein Unterricht. Und ich habe rechts das Bild, achso, das kommt jetzt.
Das war in der Gruppenhobby gespielt. Das waren lauter Musikerkollegen von mir. Und ich war der Begeisterte von die Ole, von Ole, von Ole Sechse. Und ausgerechnet ich habe gesagt, aber ich war von den Prinzipien so, ich bin so begeistert, ich war so begeistert, dass ich ohne Gewidmet habe oder Postbote, bis auf ganz links. Dann habe ich dann nicht mehr gesehen, das war Kärntner, dann habe ich auch aus der Anfangen. Aber alle anderen, der neben mir steht, rechts neben mir, der war dann, der ist der Solomonist im ORF-Sinfonier gestern geworden. Und den habe ich, der war verheiratet, der hat die Prinzipien akzeptiert und seine Frau auch, und die haben schon im Zentrum gewohnt, die sind eingezogen. Und bin ich geblieben, leider nicht geblieben. Der daneben, ganz rechts außen, der Obwist, der war verheiratet, haben auch beide die Prinzipien kennengelernt und einzogen, nicht geblieben. Nicht geschafft. Und der rechte, bei den zwei Sitzenden, beim Obwist, der hat gesagt, also glaube ich alles und das ist alles schön, was du mir erzählst, aber weißt du, ich bin verlobt und ich kann nur dann, wenn mein Verlobte mitmacht, auch mitmachen. Und seine Freundin hat gesagt, das war's dann. Leider lebt er nicht mehr. Ich muss ihn noch befreien. Das habe ich noch von mir, möchte ich unbedingt befreien. Weil an und für sich hat er im Prinzip das richtig erkannt. Und der ganz links, der war Solist bei den Sängerknaben, der war bei den Wiener Sängerknaben, Solist, und der hat seine Mutter ins Zentrum gekommen und hat mir verboten, jemals noch mal ein Wort mit dem zu reden. Ja, nie mit so einem katholischen Sohn, der bleibt katholisch. Weil der war so die Leviten gewesen im Zentrum, der hat so ausgeflippt, das war unglaublich. Ja, dann sind wir eh auseinandergegangen. Dann ist es ja nichts mehr. Weiß ich nicht. Pass auf, jetzt kommt nur ein gutes Bild. Das war ein BWD. Warte mal. Da. Wow. Da hat der Vater uns gezeigt, wie man Löwenzähne zieht. Wie man den Löwen die Zähne zieht. Ja? Genau. Da ist es war ein Hooligan, glaube ich, oben, oder in der Nähe vom Hooligan zumindest. Das ist ein Hooligan, glaube ich, danach. Und dann, nächstes Bild. Ja, das ist das. Ja, genau. Das war am Muttertag 1973. Da hat der Gerhard, Gesell und ich, da war eine Mutter, ein Ständchen gebracht. Rechts ist das Publikum, ohne Namen. Das werde ich auch nie vergessen. Und der nächste, gibt es vielleicht den einen oder die andere, die sich da sieht, oder jemanden kennt zumindest auf dem Bühl. Julian, Anni ist in der Mitte. Anni Zwerger? Ja. In der Mitte, ja. In der Mitte, ja, genau. Aus, aber ist nicht, oder Anni? Oh ja. Und die Mitte von der neuen Mitte, ist da drauf ein Gottfried Bodner. Ein Bauernhof Wochenende. Die Julia heißt es. Julia heißt es. Und der Sigrid Brechter. Genau. Daneben. Ah, ja. Und unten die Sissi. Palkowitz. Die Sissi. Und dann die Danna. Die Sissi Danna, ja. Die Sissi Danna. Vorne. Unten die zweite von links. Und dann die andere, die links, die weiß Roswitha, glaube ich, ich weiß sogar wie rum, weiß jetzt nicht mehr. Die Braune. Ja, vorne, ganz links. Ja, genau. Der Primo ist da gekommen. Wo ist der Primo? Der Primo, da. Ah, da hinten, ja. Ah, genau, ja. Und dann der Joe Bruckner. Ah ja, genau. Ja. Der Gottfried Hautaler. Mario. Ja. Das sind auch schöne Erinnerungen. So, jetzt spitzt er sich zu.
Da kommt das Verlobungsfoto. Oh. Der Tag der Verlobung. Wer ist da hinten? Wer wird da hinter uns? Das ist der, der Dieter. Der John, John Reddy. Oh, achso, der John Reddy. Und der Didier, ja, unsere okay. 8. Februar 1975. Segnen von 1800 Baden, Sol, Südkorea. So. Das schönes, nettes Ohr, oder? Hallo! So, wer war denn die? Ich habe die Dame vorher nicht gekannt. Ne? Und die ist, wie viele andere Österreicher, wie viele Österreicher und Deutsche und viele andere, ist die 1973 im Februar zu der One World Crusade nach Amerika geflogen. Und war bis zur Segnung 1975 in Amerika. Meiste Zeit im Pfandresidium. Die hat auch so einen senkrechten heiligen Schein. Sechstes? Genau. Ja, und die konnte aber nach der Segnung nicht mehr zurück nach Amerika. Sie wollte wieder zurück nach Amerika, aber ihr Visum ist inzwischen abgelaufen, wird noch nicht einreisen dürfen und ist abgeschoben worden nach Kanada. War es eine Zeit in Kanada, das war sehr schwierig, es hat Zeit in Kanada und von Kanada ist sie dann nach Frankreich geholt worden, wieder zurückgeholt worden und von Frankreich ist sie dann 1977 nach Österreich zu ihrem Mann geschickt worden. Seltsamerweise. Das war, während ich im Fahnenpräsidium oder in England war, weiß ich nicht genau, da, weil wir ja so gesegnet waren, verheiratet waren, ja. Und jetzt ist aber, jetzt, der Rest ist aber alleine. Meine Eltern haben sich gedacht, was ist los mit dem? Spinnt der jetzt komplett? Kümmert er sich um seine Frau überhaupt nicht? Was ist los mit dem? Und da hat es also eine Besänftigungs- aus Versuche gegeben. Eine schöne Wetterbesuche haben wir ein paar gemacht. Der Hubert Meier war dabei, der Manfred Meier, das ist dann kommt meine Mutter, das ist meine Mama, dann die Zrin, Sigrid Brechler, mein Papa und die Grete Ähnliche Meier. Kann sich jemand an den erinnern? Ja, von der Kirche. Genau. So, jetzt kommt ein Bild. Ich kenne es nicht. Der Peter, der Kauz. Kennst du das? Findest du das selber? Ich finde mich noch nicht. Du bist doch drauf. Aber wo weiß ich nicht? Ja, du, Gottfried Hauptmann, was hilft mir tun? Oh ja, ganz gut bin ich. Rechts unten. Da ist er. Da bin ich, ja. Der Peter Kauz. Der Erich Bierloch-Lanek. Ja. Ah. Und der Balfi Ernst. Ja. Ernst Balfi, die Höfler. Erne Höfler. Der Günther Feinstetter. Das ist der Karl Gansch. Ja. Ist das der andere? Ich weiß ja nicht mehr. Der Fritz Schellers. Ja. Weiß ich nicht, ist der Eckert? Könnte es sein, dass er Eckert ist? Ja. Uischitz. Schaut so aus, aber kann ich noch. Die Edi Kohler auf jeden Fall, die weiß ich nicht mehr, der Peter Kauz. Den weiß ich auch nicht mehr, wie der geheißen hat. Das ist aber. Was? Ist das Martin? Hat er einen Martin geheißen? Kann sein. Ich glaube, also, weil der war dann in Innsbruck, ja? Nein, der wüsste nicht, glaube ich nicht. Ich weiß, die anderen können die nicht mehr sagen. Sam, ja. Das ist mir schon ja. Wir können jederzeit. Hast du noch mehr Fotos? Ja, ich komme noch ein paar Fotos. Das ist ein Foto von meiner ersten Konzertreise mit der Kamerata Salzburg. Kamerata geht ja nicht in Salzburg. Mit dem Schandor Weg, der Geiger und Orchesterleiter. Also nie als Dirigent bezeichnet, sondern nur Leiter.
in der Pizza. Das war, die, das war in Italien, wo war Reto, bei meinen Brüderinnen, das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Mit der kann man auch viel zu denken. Amerika, Japan, in Europa, wurde es auch schön. Von 1989 unsere kleine Dorothea auf die Welt gekommen. Genau. Tautes Heim, Glück allein. Ja, sonst. Und das war ein Kinderworkshop in den 90er Jahren. Der Mary hat mich damals angerufen, ob man das vorstellen könnte. Im Prinzip einen Vortrag für Kinder zu machen. Da bin ich eine Herausforderung. Und dann hat sie doch, waren in der Staff, waren immer Eltern dabei, und dann bei den Staff-Meetings, dann haben wir mal ein paar Eltern gesagt, okay, also, kannst du nicht für die Kinder, für die, so eine Art, für die Musik, für die musikalische Erziehung was machen, für die Kinder? Ja. Wenn man denkt, muss ich halt Händchen klein lernen auf der Gitarre und sie sitzen in den Klassen. Aber dann hat der Heinz gesagt, dass seine Tochter in Weidhofen eine musikalische Früherziehung macht. Und das ist ganz gut. Dann bin ich da ein bisschen der Sache nachgegangen und dann haben wir uns die geholt. Und haben, also die Lehrerin von Weidhofen, haben uns geholt. Haben das erste Mal so einen Workshop gemacht. So God will went to that. Und da hat dann Peter Heider besucht. Und der Peter Heider hat mir erzählt, er hat in der Zeitung gewesen, in Wiener Sänger gemacht, wo man Nachwuchsmangel. Und die machen da so eine Infokampagne und versuchen da Eltern zu finden, die glauben, dass ihr Kind musikalisch ist und das da zu so einem Probesingen einladen können. Oder so eine Information. Und dann hat er mich gefragt, glaubst du, dass das ein Sinn hat mit David? Und ich habe mit David natürlich über den Workshop gesprochen. In der Osterkasse, also der Kasse ist schon. Und ich habe gesagt, du kannst nichts verlieren, du musst unbedingt hin. Du kannst nur bringen, du kannst nichts verlieren. Und dann ist er hin und das war dann der erste Türöffner für alle Kinder, die von uns dann zu den Wiener Singenknaben gekommen sind. Das war der erste. Dann war es dann nicht, der nächste war dann nicht gleich sein Bruder. Der Pascal, und was weiß ich, der Gregor, was weiß ich, dann der Marek. Marek, ja. Und dann die Grundakterkinder und was weiß ich. Das hat drei Sachen gezogen. Friesacher, ja. Die Kinder in den eigenen Kuh aufstellen. So, jetzt kommen wir noch, ich glaube, es sind nicht nur zwei Bilder. Eins, das ist mit der Wiener Philharmoniker, Einspielprobe. In Toulouse. Das sind ja acht Chöre. Eine Bruckner-Symphonie haben wir eine Bruckner-Symphonie. Wenn so viele Hornisten sind, muss das eine Bruckner-Symphonie sein. War acht Gruppen, kann man gut erinnern. Heiligenschein umkennt. Ja, genau. Und das letzte. Musikfrei. Dann haben wir die siebte Bruckner gespielt. Auch ein unvergessliches. Das ist ein Heiligenschein. Ja, genau. Du hast aber selber gemacht, oder was? Ich hätte euch noch vieles zu sagen. Aber könnt ihr es jetzt nicht tragen? Worte können meine Dankbarkeit kaum oder gar nicht ausdrücken für die Unterstützung, die mir meine liebe Frau Therese immer gegeben hat. Immer ist vielleicht eine leichte Übertreibung, aber es hat ein Schlüsselerlebnis gegeben, das wirklich geöffnet hat. Der Johann Hinterleitner hat uns da war der schwarze Hund in Sebenstein? Ja.
Und da habe ich vorgespielt. Und das hat einem so taugt. Das hat weil das so laut war, das Wort. genau. Very powerful, hat er gesagt. Und dann, nächsten Tag ist er dann, war dann Mittagessen mit Alex Hunzenim im Schloss Buschel bei Salzburg. Und bevor er einsteigt ins Auto, habe ich gesagt, kannst du mit der Therese nicht auch hinkommen? Okay, dann sind wir dann gekommen, wo ich folge, und sind da hingefahren. Und dort hat der Jonas, zu meinen Erinnerungen kam, dann den Black King Hunzenim gefragt, ob man irgendwas musikalisch vorbildern machen dürfen. Und das hat er erlaubt. Aber er wollte, dass man gemeinsam, die drei sind wir gemeinsam, wir haben nicht was probt miteinander. So ist gemeinsam. Nein, dann waren wir, weiß nicht mehr, entweder die österreichische Bunde sind oder irgend sowas. Habe ich da gespielt und sie hat irgendwas dazu gebracht oder was. Und da hat der Hunzenim gesagt zu ihr, you have to support your husband. Das ist very important. Und bis zu dem Tag, wir waren in Andorf, ja. Ich war war ich da in Andorf, Lehrer. Und die Therese hat immer große Gewissensbisse gehabt. Die sind komplett abgeschnitten von der Familie. Die sind komplett in der Isolation. Dann ist sie am Mittwoch, jede Woche, ist nach Linz ins Zentrum gefahren. Zum Wildessen. Und der Zug kam jetzt vom Wildessen. Hat mir ein Efter, hat mich gesagt, wenn du wüsstest, was die Geschwister für eine Menschen haben. Ich habe kein Problem damit. Habe ich gesagt, für mich ist nur wichtig, meine Beziehung. Was andere Leute glauben, dass ich eine Beziehung oder nicht habe. Das ist ihr, glaube ich. Für mich ist es nur das, was ich persönlich für Beziehung zu Gott erlebe. Und ja, und wir sind sogar mal dann zu dir ins Center gefahren, nach Wien extra gefahren, um zu fragen, ob das okay ist, wenn wir da in Andorf sind. Und du sagst, du hörst den nur, würde ich sagen. Und ab dem Zeitpunkt hat die Therese mich wirklich immer unterstützt. Das muss ich wirklich sagen. Und ja, sie hat sich in der Frauenföderation seit der Gründung eingesetzt, bis aber nach einem Schlaganfall und darauf folgenden Herzinfarkt zwar physisch nicht mehr wirklich fit ist, aber geistig voll mit der internationalen Bewegung verbunden ist, verfolgt mit Begeisterung alle Videokonferenzen der französischen Bewegung. Und ich bin immer voll begeistert von den Videokonferenzen, was die machen und wie gut die das aufziehen müssen. Also, so weit wie sein Körper nicht mehr mitmacht. Worte können meine Dankbarkeit kaum oder gar nicht ausdrücken für die Unterstützung, die sie mir gegeben hat. Besonders seit dem Erlebnis mit dem schwarzen Unternehmen im Sozialstaat. Ich selbst bin nun seit 10 Jahren in Pension und kämpfe gegen den Verfall des Ansatzes. Habe noch einen Privatschüler, mit dem ich sehr viel Freude habe und arbeite an einer zweisprachigen E-Learning-Software zum Thema die Geschichte des Waldhorns, respektive the history of the horn. Ich bin natürlich außerordentlich glücklich darüber, dass einige meiner Schüler viel besser spielen, als ich jemals gespielt habe. Und das war ja immer mein Ziel. Ich war ja immer der Überzeuger, ein Lehrer musste zu ihm, dass seine Schüler besser werden als er selber. Sonst gibt es ja keine Weiterentwicklung, es wird immer schlechter. Man hat immer geglaubt, nur er ist der Beste. Es gibt keinen besseren als er. Nein, muss die Schüler. Komm, Bursche. Und so sind einer meiner Schüler Solomon ist bei der Wiener Philharmoniker und ist schon super. Einer ist in Graz in der Oper. Und einer ist beim Puppenorchester. Und drei Berufsmusiker, Aussatzbringer, ist eigentlich für einen Lehrer ein gutes Resultat. Ja. Bravo. Gut. Jetzt könnte ich sagen, dass mir Gott und
unglaublich gnädig war, mich durch die Musik überreich beschenkt hat. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin wie auf zwei Beinen wandelnde Gnade Gottes. Trotzdem, wenn ich überhaupt etwas, auf irgendetwas in meinem Leben stolz sein kann oder das Gefühl habe, dann ist es das, dass ich die schönsten und wertvollsten Jahre meines Lebens im Dienst der himmlischen Eltern widmen durfte. Und ich fühle mich reicher beschenkt, als ich je Opfer gebracht habe. Danke für die Aufmerksamkeit. Und damit bin ich fertig. Und zwar, eines Tages, wie wir von Amerika zurückgekommen sind, von dem 100-Tage-Training, hat es geheißen, wir drei, die da drüben waren, müssen jetzt 7-Tage-Workshop machen. Alle Geschwister von Österreich müssen da durch. Okay, alle sind da durchgekommen und jetzt kommt 1. September und ich hätte am 1. September wieder meinen Dienst im Staatsopernbühnenorchester antreten müssen. Und ich habe das der Peter gesagt, und der Gärtner ist dann links und sofort Alarm schon. Nein, der darf nicht mehr in die Stadt zum Münder wieder zurück. Der muss kündigen, muss sofort kündigen. Der muss sofort kündigen. Und der Peter war eigentlich gar nicht so überzeugt davon, ob das wirklich das wahre, die richtige Lösung ist. Aber der Gärtner hat sich da durchgesetzt. Und dann hat der Peter Koch etwas zu mir gesagt, was sich viele Jahre später dann bewahrheitet hat. Der hat gesagt, Albert, eins kann ich dir versprechen, mit Sicherheit. Was immer du einsetzt für Gott, zahlt er dir in überreichem Maß zurück. Du wirst nie verlieren dabei. Gott gibt immer mehr zurück, als du jemals gegeben hast. Und das hat er gemeint. Sicher. Danke, bis zum nächsten Mal. Im Dezember werden wir keine Clubaktiv-Treffen haben, weil es immer Wochenende Programm gibt, aber gegen Ende Jänner wird nächste stattfinden. Dankeschön. Danke auch.